Und insofern sage ich einen herzlichen guten Morgen so rum hier am 26. April zu unserem heutigen JFD Live Event. Freue mich an dieser Stelle, dass der Bernd zugegen ist. Hier Bernd Senkowski, ihr seht es ja auf dem Screen im Rahmen vom Gottmau Trader aktiv und war auch früher schon hier auf unserem JFD Desktop sogar auch immer wieder aktiv. Und das ist halt eine tolle Sache, dass wir ihn heute mal zu Gast haben, um ihm mal über die Schulter zu schauen, was denn da so geht, beziehungsweise wo seine Finessen liegen. Und wer sich angemeldet hat, wird ja auch schon hier die entsprechende Vita von Bernd gelesen haben. Schon lange am Markt, schon viel Erfahrung und heute natürlich nochmal das besondere Gimmick, weil er ja auch seit 2011 den Fokus auch auf den Forex-Markt gelegt hat. Heute haben wir ja wieder den EZB-Event. Da wird es auf jeden Fall spannend. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Guidance News, nämlich hier, da geht es 13:45 zur Sache. Wir werden heute natürlich da eigentlich jetzt keine große Veränderung erwarten, viel spannender, und da sind wir dann auch online, wird zum EZB-Pressekonferenztermin, der ja mal 14:30 Uhr stattfindet. Da sollten wir nochmal genau Obacht geben, was die Märkte tun. Und Bernd hatte ja auch gestern schon, ich zeige es euch ganz schnell mal, liebe Leute, hier an dieser Stelle auch schon einen Beitrag gepostet, nämlich hier zum Euro-US-Dollar, hier auf dem Gottmau Trader. Und hier natürlich mit der Ansage, Bernd, das ist natürlich schon recht kräftig, Verkaufssignal aktiv, Rücklaufmarken hier möglicherweise short interessant, und ja, das wollen wir uns heute mal hier im Detail anschauen. Stehst du noch dazu zu dem, was du gestern geschrieben hast, Bernd? Natürlich. Natürlich, sagt er. Und Sehr gut. Du handelst ja auch aus Guidance heraus, richtig? ja, teilweise, aber ich habe ja den MetaTrader 4 von JFD jetzt auch, sag ich mal, ja, mich reingearbeitet. Das habe ich über einen anderen Broker gehandelt. Und da geht es natürlich auch recht flott Das ist doch hier schön. mit Also, die 4. da hast du den Weg ja zu uns gefunden jetzt. Das ist ja wunderbar an der Stelle. An der, wie gesagt, wir hatten jetzt hier die Aufzeichnung ja gerade gestartet. Da nochmal ein herzliches Willkommen eben an Bernd, der zu Gast ist. Jetzt habt ihr gehört, er ist ja auch gut zu hören an dieser Stelle. Wenn es zu leise ist oder dergleichen, dann ruhig Bescheid geben, damit ihr hier gut abgeholt werdet. Und da kommt gleich auch das Feedback, Bernd, dass wir noch mal ein bisschen aufdrehen müssen an deiner Stelle. Ansonsten schreist halt förmlich ins Mikro. Oder ich drehe mich mal hier ein bisschen runter. Aber Ich damit wir schaue es uns gerade noch mal. schauen noch mal, Ich drehen noch mal ein habe bisschen am Regler und dann kriegen wir das auf jeden Fall geregelt. Also heute, wie gesagt, EZB-Tag, während Bernd hier die Technik sozusagen noch mal administriert, werde ich mal hier noch ein bisschen den Raum mit Worten füllen. Ja, EZB-Tag ist in der Regel ein Tag, der durch ja, schwache Volatilität glänzt. Ich ziehe gleich mal meinen MetaTrader rüber, wenn wir uns mal anschauen, was die Märkte hier gegenwärtig so machen, so im Overview. Wir sehen Euro-Dollar 25 Pips aktuell. DAX da schon ein bisschen stärker unterwegs hier in der Indikation. Im 24-Stunden-Modus hier schon 96 Pips im Schnitt, hier 125. Das heißt, er hat ja eigentlich schon eine relativ große Strecke hier vollzogen. Wir sehen es abwärts hier in der Asia Session, ging es nach unten. Vielleicht hat der Bernd auch noch ein Gimmick hier zum DAX unter Umständen. Wie gesagt, du hast da ja ein breites Investmentfeld, auf dem du dich bewegst. Ich habe eher im Fokus Forex-Markt unterwegs. Oh, Pascal sagt, ich bin zu laut. Meine Güte, da ist mein Mic wahrscheinlich ein anderes. Bernd, wie sieht's bei dir aus? Am besten ich flüstere und du schreist. ja, versuchen wir so. Also, Dann ich gehen habe wir. jetzt hier auch die Einstellungen probiert, aber ich glaube, das ist hier schon Max. Also ich verstehe dich ausgezeichnet. Also insofern muss ich mich da wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten oder ich muss bei mir auch mal auf die Einstellung gehen. Sei es drum, Xetra macht jetzt in 9 Minuten etwa auf. Xetra handelt vom DAX. Und wie gerade ja auch schon angekündigt, die Tage zur EZB sind manchmal ein Stück weit zäh. Wir sehen aber DAX gen Süden, Euro so ein Stück weit gen Norden. Das ist auch genau die negative Korrelation, die man ja auch schon seit langer Zeit sieht. Ja, der Euro erfährt hier hin und wieder Stärke, wenn der DAX zurück switcht, wenngleich das in den letzten Monaten nicht unbedingt eins zu eins wie ein Abziehbild ja, zu adaptieren war. Aber immer wieder mal schön zu sehen, dass es dann doch passiert. Heute ist, wie gesagt, so ein Tag dafür. Bernd, mal orakelt an dieser Stelle. Was erwartest du denn im Rahmen der EZB heute? Wir haben ja vorhin auf die News kurz geschaut. Das heißt, Leitzinsänderung wird ja nicht gegeben, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber erwartest du mehr so ein Hochspucken oder nach unten laufen vom Euro, US-Dollar oder DAX? Hast du da eine Präferenz irgendwo, wohin die Reise hier gehen könnte? Wenn du jetzt ja gerade die Analyse noch aufhast, oder kannst du eigentlich auch meinen Bildschirm sharen natürlich? Mal Übrigens, schauen.
An der Stelle kann ich gleich nochmal zeigen für alle, die hier auch Guidance nutzen. Ja, muss man an dieser Stelle jetzt tatsächlich mal erwähnen. A ist der Broker-Login möglich und B, auch von Analysen, die ich schreibe, wobei ich hier den Chart in der Regel gar nicht so rein tue, ist es möglich, hier mit dem Klick auf Chart bearbeiten praktisch in Guidance reinzukommen. Hier habt ihr dann praktisch den Chart, den der Bernd gezeichnet hat. Und man kann natürlich auch, wie er schon auch dargestellt hatte, dass man auch hier über den Broker-Login sozusagen aus Guidance heraus handeln kann. Ja, das ist natürlich eine ganz fantastische Geschichte. Das heißt, hier ist der MetaTrader, den ihr hier seht, praktisch synchronisiert mit Guidance und alles, was in der einen Plattform passiert, passiert in der anderen und umgekehrt. Der Witz ist halt nur, Guidance ist hier komplett browserbasierend und der Handel aus dem Browser heraus ermöglicht natürlich auch zum Beispiel bei Apple-Jüngern den simplen Handel mit JFD, Schrägstrich mit dem Tool von Guidance und das eben alles hier aus dem Chart direkt auch heraus. Ja, genau, hier haben wir die Analyse. Ich share auf jeden Fall deinen Bildschirm gleich mal. Ich will dir da gar Aber nicht die. du kannst jetzt erstmal nur das Bild offen lassen. Dann kann ich eben auch hier was erzählen. Also ich will Also dir die gar nicht Marke ist wohl ins Wort der. fallen. Attacke, du darfst auf jeden Fall. Ne? Und außerdem können wir immer wieder Ja. den Ball hin und her spielen, ist da ganz klar. Okay, klar. Also hier der blaue Pfeil war eben ein Signal auf Tagesbasis. Wenn diese Marke unterschritten worden ist, also eben auch die Trendlinie, war das für mich ein Sell-Signal in Richtung 1,20. Wie wir jetzt erst gestern oder die Tage jetzt gesehen haben, gab es das Signal, war auch Druck drauf. Und eben jetzt gestern gab es den Pullback schon, den klassischen, an die gebrochene Trendlinie. Da habe ich eben auch geschrieben, das könnte es eben auch schon gewesen sein. Dann kam eben gestern nochmal weiter Verkaufsdruck auf. Jetzt von den Mustern her und auch wegen der EZB-Sitzung wäre es eben schön, wenn es an die Marken, an die ich hier eingezeichnet habe, 1,2290 oder 1,2330 sogar hochlaufen würde. Da wir aber schon deutlichen Verkaufsdruck spüren, wird es höchstwahrscheinlich eben nur an die erste Marke hinlaufen. Und darauf spekuliere ich, dass es recht volatil wird. Und ich lege da eben dann direkt Orders rein, eben gestaffelt, auch vielleicht noch ein Stück weiter unten, eben Short Orders. Dass ich das jetzt, sage ich mal, long spiele, also wirklich den Rücklauf trade nicht, sondern eben dann versuche, short einzusteigen. Das ist der Plan heute. Aber es ist erstmal eine Im schöne Ansage. Prinzip sieht man, dass es ein bisschen eben nach oben geht. Vielleicht wollen sich auch die Shorties ein bisschen eindecken im Vorfeld. Wie gesagt, das wird definitiv spannend werden. Aber was ich auch gut finde, also auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du sagst, du gehst gestaffelt rein. Das ist tatsächlich, wie ich finde, immer sehr, sehr spannend. Ich hatte das auch hin und wieder erwogen oder erwäge das auch, weil man ja letztlich punktuell nie genau Trades erwischen kann oder sag ich mal, allein der Versuch schon eine genaue Marke immer wieder vorherzusehen, wo er denn meinetwegen eingekauft oder verkauft wird, das Währungspaar oder wo es auch den Stop-Loss, na gut, das muss man eh immer fixen, aber den Take-Profit auf den Punkt genau, ist genauso ein Punkt. Ich erinnere da hier nur an Bernd, das ist übrigens dein Namensvetter, der andere Bernd, der in meinem Stream immer unterwegs ist, der hat hier einen Take-Profit, meine ich, bei 1,85 bei diesem Währungspaar hier, bei British Pfund, Austral-Dollar. Da braucht man natürlich jetzt Nerven an der Stelle, dass er hier abgeholt wird. Man sieht hier auch diesen horizontalen Widerstandsbereich. Fast schon besser wäre es gewesen, genau in diesem Widerstandsbereich hier möglicherweise einen Take-Profit zu legen. Aber die genaue Marke ist eben das, was man nie weiß. Und gestaffelte Orders machen auf jeden Fall Sinn. Das ist, wie gesagt, eine jüngste Trade-Vorstellung aus dem Devisenradar-Stream-Webinar. Auch schön aufgegangen. Jetzt ist nur die Frage, ob der hier oben durchrauscht, sage ich schon, durchknallt buchstäblich. Da mal ein schönes, starkes Kaufsignal nochmal. Und die Entry-Idee war hier unten. Und hier hätte man auch direkt schon auf verschiedenen Niveaus einsteigen können, mit der Intention eben, dass der dann hier doch nochmal nach oben läuft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auf jeden Fall ein gangbarer Weg, um in den Markt zu kommen, gerade wenn man nicht auf ja, nur einem Preislevel unterwegs ist. Insofern finde ich das gut. Bernd, ich werde dir auf jeden Fall gleich mal die Moderationsfähigkeit geben. A, damit wir deinen Bildschirm sehen und B, Pascal fragt nämlich, wo du denn hier für die Position den Stopp platzierst bei dir. Also wie gesagt, man muss an der Stelle auch nochmal erwähnen und da füge ich gleich mal hier was Wichtiges ein. Ich weiß, das ist mehr oder weniger
Uso, aber der Haftungsausschluss ganz klar, ja, wenn Bernd oder ich auch hier Live-Trades absetzen, beziehungsweise hier am Markt aktiv sind, dann sind das wie immer keine Handelsempfehlungen, sondern Informationen. Jeder ist hier für sich selbst verantwortlich und das wisst ihr auch, aber im Rahmen der Verschärfung sämtlicher Regulierungsbehörden und dergleichen ist man natürlich immer wieder aufgerufen, das auch zu benennen. Ansonsten, JFD natürlich hier der Sponsor des ganzen Events, ihr wisst das. Hundertprozentiger Marktzugang, keine Fakes, keine Spielchen, kein Inhouse-Handel und natürlich dann eben auch die Core-Spreads am Interbankmarkt. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier abgehen wollt, weil dann sollte man das auch mit einem Partner machen, der hier eben auch nach vorn geht und eben im Interesse des Traders handelt. Aber zurück zur Frage, Bernd, WhatsApp, wie ist das 1,24? Hast du verschiedene Ja, Stop? genau. Da oben, wo du den Pfeil hattest, ja, den Cursor. Ah, den Cursor, da spricht der Gamer aus dir. Mauspfeil. Den Cursor, sehr gut. Hier über dem Hoch dieser Kerze hier vom 17.04. oder bei 1,24 glatt? Oder ist hier, nimmst du da die Kerzen hoch oder nochmal so? Ja, also die zwei oder was sind es, 10 Pips machen eigentlich auch nichts aus. Also es sollte ja sowieso eigentlich nicht über 1,23,50 gehen, wenn möglich. So ein kleines Spike ist immer drin, aber eigentlich, wie gesagt, ich erwarte eigentlich maximal jetzt ein Level, wenn überhaupt, ja. Und das wären ja auch über 100 Pips, also das wären, also ein 100 Pips Rücklauf wäre echt wirklich extrem. Deswegen, ich versuche theoretisch auch weiter unten schon. Das waren jetzt eben gestern die Marken, da hat er jetzt noch nicht den Move, also neue Tiefs gemacht, sondern hätte hier auch schon nach oben drehen können gestern. Deswegen waren die eben höher eingezeichnet. Und jetzt könnte es sogar ja auch nur, Anführungszeichen, sein, es wären ja auch von hier aus 70 Pips noch, 1,22,50 eben anlaufen. Hier ist es eben, was man hier, 4-Stunden-Chart an den EMA 50 hinlaufen. Und da wäre es nochmal die Pullback-Linie. Genau. Jedoch aber nicht auf ein direkt neues Tief wahrscheinlich spekulieren, sondern dann eben relativ schnell Gewinne mitnehmen und dann vielleicht doch noch höher einsteigen. Also wie gesagt, das ist einfach die Reaktion des Marktes, erstmal abwarten und Na, ein bisschen ist es so, klar. als würdest du reinpusten in dein Mikrofon. Bernd, vielleicht das ein bisschen weiter weg machen vom Mund. Okay. Also ich weiß nicht, ob das bei mir so ankommt, nur, aber nicht, dass der ein oder andere oder die ein oder andere Dame hier vom Stuhl fliegt, wenn man sie so anpusten förmlich. Aber das passt, also wie gesagt, ist gut zu verstehen. Ansonsten vom Underlying-Setup sehr gut. Ich muss nur sagen, bei der EZB natürlich, ne, du bist ja schon jetzt dann auch schon beinahe 20 Jahre dann am Start. Du kannst dich erinnern, dass wir hier auch Tage hatten, ne, wo Euro US-Dollar 400, 500 Pips geflogen ist. Davon gehe ich ja heute fast mal gar nicht aus, aber man darf mal gespannt sein. Solche Bewegungen sind natürlich auch schon passiert, ne? Ja, aber ich denke jetzt heute nicht. Heute nicht. Okay, pass auf. Jetzt 9 Uhr, Kassa eröffnet, Xetra-Handel geht los. Hast du für den DAX vielleicht auch noch irgendeine Idee? Oder bist du heute mehr so währungsfokussiert? Wie sieht es da eigentlich aus, damit wir so im Vorfeld nochmal wissen, auf was wir jetzt die nächsten, sage ich mal, die nächsten 12 Stunden blicken? Du kannst ja mal kurz den Desktop scheren. Mache ich gern. Pass auf, jetzt wirst du erstmal Moderator. Schwupp. Jetzt müsste das Bild weg sein und jetzt gebe ich Dann dir. musst du mir, dann musst du aber eben sagen, Jetzt sehe ich deinen Bildschirm. Du bist schon scharf dabei. Der MetaTrader ist zu sehen. Den hast du wahrscheinlich jetzt schon im Vorfeld ausgewählt. was Genau. siehst du jetzt? Dein MetaTrader. Du müsstest eigentlich so eine Auswahl bekommen, aber der MetaTrader ist zu sehen. Okay. Alles klar. Ich habe heute Vormittag eben auf meinem Guidance Stream, der ist eben hier erreichbar bei Guidance und dann eben über die Suche kann man mich finden. Da kommen täglich Trading-Ideen, wenn man mich hier eingibt. Ich stelle gleich meinen Link auch rein, Bernd Boy, damit sie auch wissen, wo sie dich finden. Neben dem, dass du es zeigst, für alle, die jetzt die Aufzeichnung meinetwegen dann später schauen, share ich doch gleich mal den Link von deinem Desktop. Vor Genau. einer halben Stunde etwa hier ein Level, zwei Levels eingezeichnet. Hier müsste
bei 12.420 oder eben jetzt in dem 12.400er Bereich, sollte für die Option für die 12.500, sollte hier der DAX drehen. Und es wäre jetzt hier noch eine Long-Option für den DAX. DAX ist aber natürlich allerdings die letzten, ja, in dieser Woche kräftig eben unter Druck geraten. Hier konnte er eine schöne Aufwärtsbewegung hinlegen, hat hier auch noch das Level damals des 12.500er verteidigt und konnte nochmal hier diese Wegstrecke abarbeiten. Dann allerdings hier ein kurzer Dip. Und der zweite Dip war eben dann gestern. Da konnte man hier so eine Keilformation einzeichnen, wenn die nach unten aufgelöst wurde. Oder die Option war eben da, dass es ein neues Tief gibt. Das hat man hier dann gesehen. Gestern einen kleinen Long Trade gestartet. Eben aber hier wird aufgelöst. Und jetzt versuche ich, beziehungsweise ich habe noch eine andere Position noch am Laufen im JFD-Konto. Die ist aber eben dann abgesichert auf das untere Level und hier versuche ich jetzt, wenn eine Umkehrkerze im 15-Minuten-Chart kommen sollte, nochmal long zu gehen. Aber bislang ist eben noch Verkaufsdruck drauf. Man könnte jetzt auch mit einer Stop-Buy-Order agieren, wenn er hier über die, ja, man kann eigentlich gleich noch die 5 Punkte draufnehmen, also wenn er über nochmal 12.425 oder 24 ansteigen sollte und eben dieses Level jetzt nicht nachhaltig unterschreiten sollte, kann man eigentlich mit einer schönen Stop-Buy-Order dann versuchen, eine Wegstrecke nach oben mitzunehmen. Aber bislang ist für Neueinstieg, jetzt für einen Long-Einstieg, noch nichts gegeben. Also das wäre jetzt dann, wenn dann nur komplett antizyklisch oder man weiß sozusagen, dass die 12.400 halten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber im Moment, ja, ist einfach Verkaufsdruck da. Ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, wer heute Zahlen im DAX veröffentlicht hat und wer sozusagen der Übeltäter ist. Ich schaue gerade mal am anderen Rechner, wer also die Gewinn. Der Gewinner und der Verlierer ist im Moment Münchner Rück, aber die dürften da wahrscheinlich Zahlen präsentiert haben. Und RWE ist der Spitzenreiter. Also jetzt müssten wir eben noch ein bisschen abwarten. Die nächste 15-Minuten-Kerze sowieso nach Xetra-Öffnung ist sowieso sinnvoll, die immer abzuwarten, um zu schauen, wo der Markt eben hin will. Oder dass man den ersten Fake-Move nicht mitnimmt, also das Signal. Das ist ja bei Währung ähnlich so, ne? Ja, aber was ich festgestellt habe, früher sind die Fake Moves deutlich öfters vorgekommen, also überhaupt bei den Zahlen, US-Zahlen, also direkt beim Aktienmarkt. Da gab es sehr oft Ausschläge komplett sofort in die, also in die Anführungszeichen dann falsche Richtung und anschließend ist dann in die Gegenrichtung gelaufen. Das fand ich früher extremer. Heutzutage, sage ich mal, warte ich immer den ersten Move ab, dass der sozusagen der falsche ist, ist aber dann eben nicht der Fall. Ja, also Die da hat Märkte, sich schon was geändert. genau, die Märkte wandeln sich ja in der Tat, das ist ja nicht ganz so trivial, sei es jetzt Korrelation, ja, oder sei es neben Korrelation auch gewisse, ja, sag ich mal, Wiederholungsmuster, da irgendwann endet jede Geschichte, ja, und dann fängt eine neue an, obgleich natürlich hier so grundsätzlich Korrelationen immer wieder festzustellen sind, aber es ist eben nicht immer wie ein Abziehbild. Eben auch mit dem, was wir eingangs hatten, DAX hoch, Euro, US-Dollar runter und umgekehrt. Das ist häufig der Fall, aber nicht immer. Man muss jetzt dann mal sehen, was dann im großen Bild passiert. Der Bernd, dein Namensvetter, Bernd, ne? An dieser Stelle sprechen wir hier mal doppelt Bernd aus, fragt er hier gerade nach dem Motto, in welchen Timeframes bist du denn bevorzugt unterwegs? Ja, das ist auch mal eine interessante Frage für die Zuschauer. Sprich, bist du ja sehr aggressiv im 15er, im 5-Minuten-Chart oder eben eher konservativ, in Anführungszeichen, im H1, H4, Daily, Weekly, whatever. Sag uns, wo du so gern unterwegs bist. Oder unterscheidest du da generell nach Settings oder wie gehst du da vor? Ja, nach Basiswerten eigentlich. Ja. Also im Forex-Markt
sind die Stunde, sage ich mal, präferiert, beziehungsweise ein Tageschart oder 4-Stunden-Chart, also eher die höheren Zeitebenen. Und im DAX oder im Nasdaq schaue ich mir auch gerne den Minuten- oder den 5-Minuten-Chart Hoppala, an meine und gehe Güte. dann eben Trades ein. Ja, also zurzeit sind die ja recht volatil, also entstehen ja auch Signale oder ja, muss es auch dann gut absichern. Ja, das gucken wir Aber uns jetzt mal an. sind natürlich dann auch viele Fehlsignale dabei, wenn man in den unteren Zeitebenen unterwegs ist. Aber man hat ja auch dann ja ein kleineres Verlustrisiko. Und wenn man dann einen schönen Trade gefunden hat, beziehungsweise eben einen guten Einstieg gefunden hat, dann kann man auch das ganze Gewinnpotenzial dann ausschöpfen. Apropos. Natürlich mit Teilgewinnen und eben auch ja, Teileinstiege und eben gestaffelt Einstiege und gestaffelt Aussteigen. Das ist also eigentlich auch für mich ein Pflichtthema. Und das kann man natürlich sehr gut bei JFD machen. Die Positionsgröße staffeln ist da definitiv kein Problem. Und man kann auch deshalb mit einem sehr kleinen Konto dort handeln. Ja, das ist, gebe ich dir recht, meine, du hast den DAX ja sozusagen vorhin gezeigt, da haben wir ja hier praktisch den Mini-CFD sozusagen im Cent-Bereich, sprich, da bewegt sich ein DAX-Punkt dann 10 Cent. Das ist natürlich auch für kleinere Kunden ganz interessant und jetzt auch gerade wegen der ESMA-Hebelreduktion und dergleichen, da kann man dann auch durchaus mal eben gesplittete CFDs handeln. Gerade weil du das Thema Teilverkauf ja auch ansprichst oder gestaffelte Einstiege, beim DAX würdest du theoretisch hier, wenn sich ein Boden bildet, gegebenenfalls nochmal reingehen oder würdest du da jetzt erstmal die Position laufen lassen? Hast du da auch, sag ich mal, Worst-Case-Stopp jetzt bei der Situation drin? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, ob du dann einen Stopp oder eine Absicherung drin hast. Ne, weil ich ja, also weil ich ja am PC bin, habe ich jetzt gehe ich dann händisch sozusagen raus, also manuell, Aha. und habe jetzt nicht die Stops direkt im Markt liegen, Okay. sondern die Position war noch von gestern, eben auf gute Zahlen noch spekuliert, die kamen ja auch dann nachbörslich, aber der Markt wurde eben schon abverkauft in der Nacht. Und ich denke mal, wenn es jetzt eben hier hält, kaufe ich noch mal ein bisschen nach. Und setze dann eben den Stopp auf das Tief. Und sonst, wie gesagt, die Position ist sowieso klein. Notstopp wäre definitiv, es sollte hier in diesem Bereich drehen. Aber wie man merkt halt, es ist die Stundensituation ist halt negativ und die Bären sind halt am Drücker. Dennoch hoffe ich noch, dass eben hier der Markt Stärke zeigt, eben wegen den US-Futures, wegen einer möglichen nochmal positiven Eröffnung und wegen der EZB-Sitzung, dass da eben Impulse kommen für diese Position. Aber wie gesagt, Neueinstieg, jetzt ein komplett Neueinstieg, gibt es im Moment keinen Grund, den DAX jetzt zu kaufen. Na gut, du hast ja gesagt, vorhin hast du, glaube ich, heute Morgen gesagt, versehentlich, das hast du, also gestern hast du die Position dann wahrscheinlich eröffnet vom DAX, ne? Ja, gestern. Genau. Nee, Naja, nicht heute. um Jottes Willen. Aber apropos Teilverkäufe, Teileinstiege, wichtiges Thema. Ich erinnere mich, Bernd, an dieser Stelle, ich meine, du hast noch ein paar Währungspaare mitgebracht, ne? Da gehen wir jetzt am besten dann mal rundum, weil DAX, wie gesagt, die Position, ich denke, du hast ja jetzt eh dann mehrere Bildschirme, Schrägstrich Stationen am Start, das heißt, du wirst dir eben im Auge behalten, wenn da was passiert, Schrägstrich, du sagst hier, jetzt gehst du raus oder rein oder aus die Maus, Mickey Maus, dann sag Bescheid, dann können wir da nochmal drauf tun. Ansonsten kannst du uns gerne mal zeigen, was du uns so als Portfolio mitgebracht hast. Lass uns auch noch was für Nachmittag übrig. Aber worauf ich gern noch kurz eingehen wollen würde, ich sehe es gerade rechts unten, die Geschichte, der Looney, der US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Da hat es ja auch, sag mal, eine schöne, schöne Ansage gemacht. Also du veröffentlichst ja auf dem Godmore Trader auch gerade im FX-Bereich vermehrt jetzt wieder schöne Analysen, die sowohl auf dem Desktop zu sehen sind, als eben auf dem Godmore Trader selbst. Und der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber da hast du den Looney sehr, sehr schön gecovert, also hier US-Dollar gegenüber Kanada-Dollar.
British Dollar und hast die Wegstrecke mitgenommen und soweit ich weiß, eben auch hier einen Teilverkauf gemacht, Schrägstrich jetzt vor kurzem auch die komplette Position geschlossen. Die Idee zu dem Trade, vielleicht mal kurz darstellen, weil das ist ja doch ganz interessant ist, war ja auch, also du hast ja erst den Close über 1,2625 da gekauft oder den Anstieg vielmehr. Aber es ist natürlich trotzdem innerhalb einer intakten Abwärtsstruktur gewesen, sozusagen, oder? Oder was war der Grund dieses Trades? Also da ging eigentlich die letzten, wie du sagst, die letzten Wochen sehr ausführlich. Auf meinem Desktop wurde das Währungspaar analysiert und ich hatte eben Zonen eingezeichnet. Die lagen eben einerseits hier oben, andererseits eben hier unten. Die erste habe ich sowieso ausgelassen, weil ich vermutet habe, dass es eben ein Stück tiefer geht. Diese zweite habe ich dann die erste Position erstmal blind gekauft, hier unten an dem Unterstützungslevel. Die Intention war, wir haben einen schönen Aufwärtsimpuls, eine Korrektur und dass es eben nochmal nach oben geht. Das war einfach die Hauptintention. So, und dann eben ausführlich eben wieder sehr oft analysiert, auf Umkehrsignale geschaut, etc. Und dann eben irgendwann zu diesem Zeitpunkt hier nach den Kerzen eben die Stop-Buy-Marke klar definiert. Zu dem Zeitpunkt erstmal Tagesschlusskursbasis war zuerst die Option, die habe ich aber dann eben sozusagen wieder weggenommen. Nachdem es eben hier zweimal abgeprallt ist, habe ich gesagt, nächstes Mal, wenn es hier hochgeht oder beziehungsweise das Level überschreitet, kann man direkt reingehen. Also kein Zusatz. Ich habe sonst eben oft den Zusatz Stundenschlusskursbasis, Tagesschlusskursbasis, damit die Signale, sag ich mal, besser sind, also dass man nicht oft nur kurz eingestoppt wird, ist es nämlich die Option, dass man eben auf Schlusskursbasis eben auch diese Trades überhaupt auf Tagesschlussbasis eben auch handeln kann. Diese Kerzenformation war eben für mich schon sehr bullish, aber das Level ist eben nicht erreicht worden und es kam nochmal ein Dip nach unten und dann konnte man hier eigentlich ja sehr schön einsteigen. Ich habe hier unten schon beim EMA 200 den ersten Gewinn mitgenommen und dann bei, schlag mich tot, 118 oder bei 1,2850 etwa in dem Level. Was jetzt eben hier auch schön ist, hier dürfte ein Impuls fertig sein und eben, ich habe eben schon zuletzt geschrieben, dass man einen Rücklauf oder ich warte auf einen Rücklauf, um dann nochmal long einzusteigen. Also es sieht einfach wirklich. Sind absolut schöne Muster. Und wenn es eben nochmal 1,2750 erreicht, das Paar kann man nochmal long einsteigen. Die Frage ist natürlich, dann der Stopp müsste zunächst natürlich hier unten liegen, weil dieser Anstieg kann auch komplett konsolidiert werden. Allerdings wäre es dann definitiv schon negativ, wenn dieses Level unterschritten werden sollte. Also kann man den Stopp theoretisch, aber den eben dann händisch. Und nicht, wenn ein kleiner Dip ist, sondern auf Schlusskursbasis, also wenn hier das Level unterschritten werden sollte, dann wäre für mich das Setup eben passé. So würde ich jetzt das Währungspaar die nächsten Tage, Wochen eben gerne sehen. Eben einen Rücklauf, kann das ja auch mal einzeichnen, einen Rücklauf etwa hier an dieses Level hin und dann nochmal hoch. Natürlich kann sich das ein kleines bisschen nach unten ausdehnen, aber im Prinzip wäre das hier schon fertig, wenn es dieses Level erreichen sollte, kann die Konsolidierung zu Ende sein und nochmal schön. Und eigentlich, wenn es so schön ist, darf es ruhig komplett nach oben gehen. Also es muss jetzt hier nicht nur das Hoch oder die Marke von 1,30 erreicht werden, sondern es darf natürlich gerne dann höher ansteigen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich flat und warte eben auf den Rücklauf. Und die gerade jetzt die gestrige Kerze und die heutige sagt eben auch oder spielt dann sozusagen in die Karten, dass es hier eine Konsolidierung geben kann. Also ich werde jetzt definitiv nicht das Hoch kaufen, auch wenn es jetzt hier ansteigen sollte, dann bin ich halt nicht dabei, sondern ich bin eigentlich eher der, die Rückläufe an Unterstützungen gerne kauft und nicht dann Ausbrüche auf All-Time-Highs oder sonstige Sachen oder Hochs kaufe ich ungerne. Ist halt einfach nicht mein Setup.
Hast du noch was? Okay, Chris scheint nicht da zu sein. Dann nehme ich mir noch ein anderes Währungspaar vor. Eben gerade der Euro, kanadischer Dollar. Hier hat er an der Ausbruchsmarke geknappert. Zuerst hier alles schön absolviert. Hier lag eine Stop-Buy-Marke vor mit dem Heranlaufen an die Widerstandsmarke. Und hier kommt er eben nicht rüber oder kam gestern nicht rüber. Sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber solange eben dieses Level nicht unterschritten wird, kann sich das hier schön auffächern und es darf dann nach oben gehen. Allerdings waren das jetzt hier gestern eben bärische Kerzen. Deshalb gab es hier nicht den Ausbruch. Schauen wir nochmal. Ich sehe gerade, der DAX hat jetzt dann tatsächlich hier unten gedreht und ist an die Marke hingelaufen. Hier kann ich, ihr habt jetzt im 15-Minuten-Chart, wie gesagt, fürs Day-Trading, da darf man den Basiswert eigentlich nicht großartig verlassen, sondern hier gab es jetzt eben eine schöne Umkehrkerze, die man theoretisch direkt mit dem Hoch kaufen konnte. Jetzt ist der Markt sozusagen weggelaufen. Ich bin ja noch long, ist noch knapp im Verlust. Also ich werde jetzt hier nicht nachkaufen. Also jetzt, wenn man das Paar, nicht das Paar, den Basiswert jetzt nicht im Blick hatte, da gab es jetzt eben schönere Einstiege. Nachlaufen tue ich keiner Position. Deswegen versuche ich, die Einstiege so tief, beziehungsweise die Signale, die frühesten Signale mitzunehmen. Wenn es jetzt hier nochmal die 1,15 erreichen sollte, dann kaufe ich hier nach, aber jetzt hier nicht im Hoch. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ich bin ja auch schon long und es darf jetzt ruhig nach oben gehen im DAX. Okay, Chris hat gerade geschrieben, er ist 5 Minuten off. Die 5 Minuten sind vorbei, aber dann kann man noch den Nasdaq anschauen. Da habe ich gestern eine Analyse eben veröffentlicht, dass es gab zwei, drei Shortmarken im gestrigen Fall und eine untere Umkehrmarke oder eine Korrekturmarke. Und dann dieser, da war eben auch noch ein offenes Gap. Die Amis, die lieben sozusagen so Gap Closes. Und direkt hier ist dann der Markt durchgestartet. Bis sogar dank eben guten nachbörslichen Zahlen von Facebook ist der Markt dann in der Nacht, hat er eben 100 Punkte gemacht. Deswegen war es echt sehr verwunderlich, dass der DAX heute so negativ eröffnet. So relativ negativ, oder hier war ich negativ. Hier gab es nochmal einen Rücklauf an die Unterstützungslinie und hier denke ich mal, der Nasdaq wird auch nochmal bis 6.600 Punkte laufen. Und das dürfte dann eben dem DAX die Möglichkeit geben, eben bis ja, rund 12.480 Punkte oder eben, ja, er wird vielleicht wahrscheinlich knapp unter 12.500 Punkten drehen, wenn der DAX überhaupt in diese Region Bernd? vorläuft. Ja. Ja, also der Umkehrstab jetzt sieht ja auch sehr nett aus hier im M15, ne? Also. Ja, du warst ja gerade nicht da. Ich habe gesagt, also man hätte den Umkehrstab direkt mit dem Hoch, mit einer Stop-Buy-Order dann handeln können. Ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt einen anderen Basiswert besprochen. Das Deswegen im ist. 15-Minuten-Chart muss man, oder halt, wenn man Intraday handelt, also gerade solche Signale, dann muss man fast nur auf diesen Basiswert schauen und man kann nicht andere Sachen besprechen. Aber Ja, das ist, wie das gesagt, ist. ich bin ja auch long positioniert, deswegen
ist es jetzt nicht so schlimm gewesen. Naja, das ist, also wie gesagt, um Gottes Willen, du bist ja mit einer Position drin. In dem Zusammenhang ist es aber natürlich dann immer doch, ja, gerade Live-Trading, ist ja mal die Fokussierung, gerade wenn du dann noch Education machst oder dann eben upswitcht, das ist immer nicht ganz so simpel dann an der Stelle. Deswegen auch der Hut ab, dass du da hier so agierst. Ich meine, das sind ja deine Daily Setups und du lässt uns einfach mal über die Schulter schauen. Auf jeden Fall zweckmäßig, aber dann kann natürlich sowas passieren. Ich meine, du hast dich ja in Anführungszeichen ja schon früher positioniert und jetzt bei 12,5 adaptierst du sozusagen die positiven US-Futures, um eben zu sagen, es dreht auf. Ich denke mal, bis 14:30, 13:45 EZB sollte er eigentlich dann durchaus in die Richtung ziehen, um danach praktisch dann nochmal alles neu aufzurollen, ne? Ja, in den US-Märkten gibt es immer auch noch die Option, dass er gerade in Dow Jones, das ist ein Tief, also nochmal einen kompletten Abverkauf gibt. Im Nasdaq sah jetzt eben mit dem Gap Close, was ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe ja gerade Nasdaq offen gehabt. Jetzt habe ich halt nur den 15er. Also, Ich schalte wenn mal ich auch um. ruhig bin, oder ich sag mal nicht immer was sage, ich bin ja dennoch dann auch zugegen, ja. Weiß. Also insofern, aber dann nur zu, nur zu. Die anderen Währungspaare sind natürlich auch für mich mal von Interesse, was du da so siehst, ja. Vielleicht können wir da nochmal vorstellen, aber jetzt erstmal Indizes, ja, das hat natürlich erstmal Prio, weil die meisten Marktteilnehmer, muss man an der Stelle ja auch sagen, sind sehr indexverliebt, sehr DAX-verliebt. Da nochmal der Aufruf an der Stelle. Schaut's ruhig mal über den Tellerrand. Ja, ich meine, Bernd schaut sich ja nicht nur den DAX, sondern eben auch die US-Indizes an. Sehr wichtiger Zusammenhang an der Stelle. Nasdaq 100, sag ich mal, so ein sehr, sehr beliebtes Underlying von dir. DAX, Dow Jones, S&P 500, könntest du alles ja bei uns auch handeln, auch mit dem Mini-Size, also mit den Mini-Lots und oder Mini-CFDs vielmehr. Und natürlich der Währungsmarkt hier. Haben wir deutlich über 60 Währungspaare. Muss man nicht alle handeln, aber so die Top 30 inklusive Gold und Silber kann man da natürlich mit hervorragenden Spreads handeln und hat da natürlich auch immer eine schöne Auswahl, ohne dazu verliebt zu sein auf ein spezielles Underlying. Das wollte ich an der Stelle nochmal beifügen. Also Bernd, wollte ich ja das Wort jetzt mal Ja, wieder hier nicht wird nehmen. es ja auch heißen, also wird es auch hieß ja über die Schultern schauen. Also wie gesagt, die US-Märkte sind wirklich Gap Close verliebt und hier im Nasdaq 100. Deswegen habe ich jetzt, da muss man eben auf dem Parketthandel eben umswitchen und nicht auf eine Indikation. Das sieht man hier vom 6. April war hier noch ein offenes Gap und mit der Kerze von gestern ist dieses eben geschlossen worden. Deswegen war eben auch hier noch ein Kursziel angedacht. Und das ist mal wieder lehrbuchhaft dann gewesen, dann der Markt eben komplett gedreht an der Stelle. Und so kommen eben teilweise Kursziele von mir zustande aus unterschiedlichen Zeitebenen beziehungsweise eben auch ja, Methoden. Wie im Gap Close muss man halt wissen, dass die Amis das definitiv gerne sehen in Indizes. Wann der natürlich dann stattfindet, ist natürlich unterschiedlich, aber sowas ist dann, wenn man, sage ich mal, auf so einen, ja, noch ein Tief setzt und dann es dort dreht, ist es natürlich dann ideal. Das im Vorfeld eben auch zu beschreiben zu können und dass es dann natürlich dann so super trifft, ist natürlich auch sehr gut. Gestern hat dann jemand im Stream geschrieben, er hat dann fast das Tief gehandelt. Ich bin eben auch wieder gestaffelt rein, aber auch schon dann wieder gestaffelt raus, habe noch eine kleine Long-Position und ja. Warte noch ab, damit das nochmal die 6.600 Punkte eben erreicht werden oder noch sogar deutlich höher. Ist aber wie gesagt auch nur eine kleine Position, kann man definitiv lockerer halten oder managen, den Punkt. Da vielleicht auch ganz interessant, bevor ich nochmal kurz auf Pascal hier eingehe wegen seiner Frage. Positionsgrößen technisch, siehst du dich da immer mit einem festen Prozentwert konfrontiert oder gehst du da, weil du sagst kleine Positionsgröße, Größe, das heißt, schwankt das bei dir zwischen einer gewissen Range, wo ist das Maximum vielleicht, wo du sagst, also jetzt hier, weiß ich nicht, all in mit 50% des Kapitals, das wäre jetzt das Maximum. Oder weiß ich nicht, wo du da die Prozentlevel siehst, sozusagen, da mal kurz drauf rumdenken. Und Pascal wegen Agina Trader, das wie gesagt ist immer noch on hold. Die Problematik der damaligen Zeit ist bis dato jetzt nicht, sag ich mal, gelöst worden oder präferiert gelöst worden. Insofern zieht sich das wohl noch ein Stück weiter hin. Agina Trader ja auch ein sehr umfangreiches Tool, für manche aber auch viel zu kompliziert oder viel zu vollständig, wenngleich natürlich
der professionelle Trader natürlich auch entsprechende Settings und Möglichkeiten nutzen kann, sollte, muss. Aber ich sage mal, gerade auch mit verschiedenen Time-Views oder auch Chart-Verknüpfungen hier in Guidance auch sehr gut machbar, dass man sozusagen sich seinen eigenen Desktop zusammenbaut mit Newsfeed, mit unterschiedlichen Timeframes. Klickt man auf ein neues Underlying, werden alle Timeframes, alle News automatisch aktualisiert. Das ist schon auch sehr, sehr gut umsetzbar für den Handel. Also insofern mit dem Agena Trader muss ich dir da sozusagen sagen, dass es da noch keinen Lösungsansatz gibt. Nichtsdestotrotz, MetaTrader 5, das Maß der Dinge, Schrägstrich hier der Handel über Guidance, sicherlich nicht weniger komfortabel. Also Bernd, an dieser Stelle fahr einfach mal weiter fort, was du sozusagen Positionskurse anstrebst. ist sehr unterschiedlich. Also kann ich jetzt pauschal nicht sagen, Also das was heißt, ich da handhabe. du hast jetzt nicht einen fixen Prozentwert, wo du jetzt sagst, Ich du. habe kein fixes Wow. R oder sowas wie manche Trader, sondern sehr variabel. Sehr variabel Wie ich heute. eben auch von den Setups, wie ich denke, wie erfolgreich die Setups sind, aber oder von der Qualität der Setups. Also ich habe da definitiv nicht. Also sehr intuitiv sozusagen. Das ist natürlich auch etwas, das muss man auch Ja, genau. erstmal beherrschen. Aber ich sag mal, du hast ja dein Daytrading in Anführungszeichen zu den Anfängen des neuen Markts gemacht. Also warst du ja wirklich einer, der da ja, so relativ frühzeitig so aufgesprungen bist und einer der Premium-Kunden bei, wir wollen jetzt den Online-Broker jetzt nicht unbedingt benennen, aber da warst du schon, sage ich mal, in der Upper Class unterwegs, was da so geht an Volumen und an Position. Also das heißt, da hast du ja wirklich in den Ende der 90er, Anfang 2000, also dann mittlerweile doch schon vor fast 20 Jahren, da schon sehr aggressiv gehandelt. Hat sich das zu heute irgendwie geändert, der Ansatz, jetzt gerade mit Positionsgrößen und dergleichen? Das hast du früher genauso gehandhabt, also mehr intuitiv, je nach Setup, oder war das damals anders? Damals war das Risiko ein ganz anderes. Oh. Aber da konnte man auch die Aktien, also man hatte ja nur die Aktien, konnte ja nicht über Margin oder sonst was reingehen. Man hat einen Wertpapierkredit von dem Online-Broker auch noch gekriegt, automatisch. Okay. Und da konnte man sozusagen da einen kleinen Hebel ansetzen. Aber da das natürlich Aktien nicht von einem auf den anderen Tag auf null fallen konnten, habe ich auch gar nicht, erstens war ich da auch viel jünger. Ja, zwangsläufig, Jünger ne? und ja, und es war sehr risikoreich, ja, natürlich alles. Aber hätte ich das nicht so gefahren, wäre ich jetzt auch nicht dort, wo ich zu der Zeit dann war. Jetzt gehe ich natürlich nicht das hohe Risiko ein, außer, wie gesagt, man kann ja auch ein kleines Konto risikoreich handeln, aber man weiß ja auch dann, dass man von mir aus den X-Betrag, ob jetzt 5.000, 10.000 aufs Spiel setzt, dann, wie gesagt, man hat ja dann vielleicht ein Risikokapital, dann kann man schon sehr aggressiv handeln, aber wenn man es professionell machen will, sollte man keine 10.000 Euro oder 5.000 Euro an die Wand fahren. Deswegen habe ich jetzt hier auch bei JFD ein 10.000 Euro Konto, beziehungsweise ich wollte 9.000, wollte in einem Monat eben 10.000 schaffen, habe ich es eben nicht ganz geschafft. Und man sieht auch hier in der Kontohistorie, ja, eben 9.000 einbezahlt, sind auch ganz kleine Beträge, die Positionsgrößen waren auch ganz klein. Gestern eben durch den Dow Jones, beziehungsweise vorgestern, Muss ja ganz gut aus, Mensch. größere Verluste erlitten. Und weil ich es eben auf 10.000 bringen wollte, war eben auch dann der Fehler. Jetzt muss ich eben wieder schauen, dass ich die Positionsgrößen wieder dem Depot anpasse und eigentlich einen Gleichschritt, dass es nach oben geht. Ja. Also Hier, wenn man jetzt gerade den da passt er dann doch ein bisschen auf die Positionsgröße dann doch schon so auf, sagst du. In dem hier Zusammenhang, natürlich schon, genau. weil das natürlich dann auch für den Service, der demnächst starten könnte, sage ich mal so, Hört, hört. eben auch ein Referenzkonto eben ist. Ja. Was man, hier habe ich jetzt eben bei JFD eben den DAX, der ja dann 24 Stunden läuft. Und da gab es eben schon in der Nacht einen Kurs von fast von 12.500 Punkten. Und wenn man jetzt das als Referenz nehmen würde und jetzt hier eine Trendlinie zeichnet, sieht man, dass wahrscheinlich der DAX jetzt hier erstmal nicht hochkommt, weil jetzt hier die Stop-Buy-Marke, die ich ja dann schon genannt habe und dann das Tief gewählt hat,
hat jetzt hier sozusagen sein 1R, also das Risiko, verdient und könnte jetzt hier eine Teilposition mitnehmen und den Stopp fast auf Einstand oder ein Stück tiefer legen. Also einfach um das Geld rauszuziehen, könnte man jetzt hier, wie gesagt, ich habe den Trade so angekündigt, ohne zu wissen, dass da jetzt eine Umkehrkerze stattfindet, aber genauso genannt, Stopp auf das Tief dann der Umkehrkerze, auch wenn man jetzt aus dem Hoch eingestiegen ist, dürfte man eben genau zu dem jetzigen Zeitpunkt das Risiko von, eben hier sieht man es eben relativ schlecht, deswegen analysiere ich natürlich aus Guidance raus. Die Kerze, was ist das? Dürfte eine Dann musst, 30-Punkte-Kerze sein und kannst du 30 oben aufs Punkte seitlich Fadenkreuz gehen, angestiegen. während oben das Fadenkreuz. Aber ansonsten kannst du es natürlich auch kombinieren mit Guidance. Das stimmt absolut. Da kannst du im Preisbereich schon ganz links hast du das. Das kannst du da auch noch individualisieren. Der Bernd ist mit dem MetaTrader noch gar nicht so auf Tuchfühlung, aber da kannst du es abmessen im Prinzip. Also oben oder da, wo du hin willst, drücken und dann siehst du entsprechend die Punkteskala. So, okay. Ja, siehst du, guck mal an, das sind, da siehst du dann hier entsprechend. Da musst du nur noch wieder auf den Fall, wenn du es losgelassen hast. Aber da ist der MetaTrader natürlich schon ein Stück weit auch in die Jahre gekommen, kann man sagen. Aber da gebe ich an der Stelle auch gleich mal den Tipp. Schaut euch mal die Add-ons an, das Add-on-Paket bei uns. Mit dem arbeitet auch der Heiko Behrendt gern, mit einem Mini-Terminal zum Beispiel oder ein Trade-Terminal oder eben, was haben wir noch, den Korrelationstrader. Und da gibt es viele, viele Finessen. Das wird der Bernd beim nächsten Mal hier auch nochmal integriert wissen im MetaTrader. Und dann hebelt man die Plattform so, die ja, wie gesagt, schon doch durchaus etwas altbackener erscheint. Dann hebelt man diese Plattform auf jeden Fall ins Jahr 2017, 18. Zudem haben wir auch den StereoTrader als Intraday-Tool durchaus noch in der Pipeline. Also das ist natürlich dann auch etwas, wo die, na, ich sag mal, gerade die News-Trader heute zum EZB-Event sicherlich sehr, sehr heiß sind, da eben auch mit einer Technik zu arbeiten, die einem dann hier tatsächlich Vorteile bringt. Ja, und da hat sich ja dann doch auch schon viel geändert. Also gerade Handel aus dem Chart heraus, jetzt bei Guidance ja auch möglich. Da ist schon viel passiert. Ansonsten währungspaartechnisch so ein bisschen Cut verliebt bist du. Also sagen wir US-Dollar Cut, Euro Cut ist schon was, was du häufiger dir anguckst, oder? Nein, es war eben der Fall, dass mir halt hier der Anstieg, ich screene sehr viele Währungspaare, beziehungsweise eigentlich schon die wichtigsten der Fokus, aber es war halt hier eigentlich eben zu schön, auf so eine Korrektur zu warten, um dann eben in die Trendrichtung nochmal einzusteigen. Wenn man aber jetzt hier natürlich das ganz große Bild nochmal auch betrachtet, kann eben auch dieser Anstieg, genau dieser Anstieg zu Ende sein und es nochmal nach unten gehen. Aber ich setze hier definitiv erstmal noch auf die trotzdem übergeordnete Aufwärtsbewegung. Aber man darf natürlich dann den Stopp hier unten natürlich nicht vergessen. Ab dem Zeitpunkt, wo das hier unterschritten wird, ist für mich dann kein Long Setup erstmal denkbar. Jedenfalls nicht nach Unterstützungen, dann eben wieder die Ausbrüche. Deswegen gibt es ja verschiedene Trade-Techniken, die man dann eben anwenden kann. Bist du da aber, wie schon ja auch dargestellt in der Einleitung, hauptsächlich charttechnisch affin, ne? Also oder guckst du noch irgendwo auf was anderes, was weiß ich, jetzt gerade bei den Indizes auf die Futures oder guckst du auf irgendwelche Zinsdifferenzen bei Währungen oder wie siehst du dich da sozusagen aufgestellt? Sicherlich auch interessant für den einen oder anderen Teilnehmer hier. Nee, eigentlich nur charttechnisch. Natürlich Tatsächlich. achte ich auf irgendwelche wichtigen Termine, aber alles andere fließt eigentlich nicht ein. Ja, wie gesagt, da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen. Also viele Intraday-Trader legen da eh nicht Wert drauf, außer zu dem Zeitpunkt, an dem eben irgendwas ist. Jawohl, ein bisschen Vorsicht. Aber du bist da auch eher so rein technisch affin. Das ist immer sehr interessant, weil da gibt es auch immer zwei geteilte Meinungen. Aber ich sag mal, dem, der eben Erfolg mit dem hat, was er tut, dem sei es recht. Und da kann man auch, wie gesagt, da nicht sagen, nur das funktioniert oder nur das. Die Kombination aus allem ist bestimmt auch was Feines, aber da braucht man natürlich dann auch mal ein Riesenspektrum an Datenflow. Beim Euro-Dollar jetzt nochmal gerade bezogen, weil wir den Chart jetzt hier sehen, in dem Fall hier im 4-Stunden-Chart, auf Daily sieht man es auch schön. Wir gehen ja jetzt hier auf das Tief von Ende März, Ende Februar, Anfang März direkt zu. Oder besser gesagt, da hat der DAX ja, ach, DAX, der Euro-Dollar hier ja sozusagen ja, ein Support-Level erreicht an der Stelle. Also dass der da jetzt abprallt nach oben und zwar recht deutlich, das ist ja schon auch die Spekulation, die du eben erwägst, um da nochmal in den Short reinzukommen, ne? Weil es sieht ja schon Ja, sehr wenn gut ich aus. aber jetzt hier den 4-Stunden-Chart, oder hatte ich, ja, 4-Stunden-Chart, wenn jetzt hier noch ein Tief kommt, ist natürlich erstmal ein fallender Euro, ist gut für den DAX. Deswegen, wenn jetzt hier noch ein Tief kommt, werde ich auch
sozusagen die DAX-Position dann teilweise sogar schließen, egal wo sie fast steht, egal ob jetzt Gewinn oder nicht, weil dann kannst du wirklich auch der DAX Probleme kriegen, wenn eben der Rücklauf kommt, dass eben der DAX fällt. Und hier kann eben die kleine Abwärtsbewegung eben auch fertig sein, eben mustermäßig. Und eben weil ich auch auf den Rücklauf spekuliere, ist eigentlich eine DAX-Long-Position dann jetzt über den, also bis 13.30 Uhr zu halten, eigentlich dann die falsche Wahl. Deswegen werde ich definitiv hier dann nachher noch eine, ich weiß nicht, wie lange geht das bis 12 Uhr, 10.30 Uhr haben wir Na, also ich dachte geplant. jetzt bis 23 Uhr abends. Wir machen jetzt hier eigentlich so eine Marathon-Session, habe ich jetzt vorgehabt, eigentlich bei mir. Nee, Nee, also ich würde noch. prinzipiell habe ich gesagt, so wie, sage ich mal, ein guter Movie, durchschnittlicher Natur älterer Art. Wir haben jetzt hier 10:15 Uhr angesetzt, also ein halbes Stündchen machen wir noch. Gerade jetzt wegen der EZB, denke ich mal, jetzt wenn die Moves entsprechend gekommen sind, wir sehen, die bewegen sich alle in Range. Wenn der DAX jetzt nochmal in Richtung 12,5 kommt, glaube ich, war es das auch. Wenn der Euro in Richtung 1,2160 kommt, war es das dann auch auf der Südseite. Also glaube ich, irgendwo ist da der Fundus dann sozusagen am Intraday-Setting ausgereizt. Ich meine, wir haben jetzt nur eine gute halbe Stunde, schauen wir uns das an und dann, wie gesagt, auch noch das ein oder andere Währungspaar, was du sozusagen auch nochmal in der Pipeline hast, können wir dann nochmal betrachten, um dann am Nachmittag eben nochmal ein bisschen mehr Live-Action zu haben. Da an der Stelle nochmal der Hinweis, wir sind über den gleichen Link erreichbar. Also das heißt, derselbe Link, den ihr per E-Mail bekommen habt, einfach nutzen, anmelden, beziehungsweise da reinspringen ins Webinar. Und nochmal nice to know, 14:15 Uhr geht's los. Also nicht direkt 13:45 Uhr ist ja der Termin der EZB sozusagen und die Pressekonferenz, die worauf dann eigentlich auch die meiste Volatilität anspringt, ist dann 14:30 Uhr. Und da sind wir dann eine Viertelstunde früher am Start, können wir ein bisschen über den Markt philosophieren, bis es dann losgeht. Manchmal trage ich ja auch ein Problem, aus dem Fahrstuhl zu kommen. Dann beginnt die Konferenz ja eh später. Aber wie gesagt, 14:15 Uhr geht es dann heute Nachmittag weiter. Aber insofern, genau das die Punkte. Ja, weil du jetzt ja eben den Tageschart angesprochen hast, ist ja wirklich prädestiniert, dass er hier das Tief wirklich antestet, Eben. von mir aus noch kurz unterschreitet und dann eben diese Aufwärtsbewegung vollzieht. Wir werden sehen, was er macht. Du, am Ende wissen wir es alle nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist das Risiko im Griff halten, wie ich immer so schön sage. Und da müssen wir dann einfach mal gucken, wohin die Reise letztlich führt. Hast du noch irgendwelche Währungspaare, die du oder ein aktuelles Signal? Ich hab ich habe ein ganzes Portfolio aus Signalen, Bernd, mein Guter. Sag kurz an, wegen. Dann gebe ich dir mal wieder den Bildschirm kurz. Oder muss ich Hat. das oder kannst du einfach übernehmen? Ich glaube, das werde ich gleich mal einsteuern, mein Guter. Dann können wir hier auch nochmal gleich den Fundus gehen. Ich hatte ja auch gestern auch mein Devisenradar, allerdings etwas verkürzt an der Stelle, weil ich sozusagen dann auch noch terminlich unterwegs war. Aber lass mich das mal kurz nehmen. Du hast deine Pairs sozusagen besprochen an der Stelle, meinst du? Bernd Boy? Ja, die ganz aktuellen schon. Also ich meine, hier man hat den. Ich kann ja noch. Ah, jetzt bist Jetzt. du Na, jetzt auf habe ich dir dem. den Bildschirm einfach mal Ja. weggenommen. Ne? Nein, um Gottes Willen, mein Guter. Guck da mal so ein bisschen über den Ether. Was ich ganz interessant fand, das habe ich auch vor kurzem hier. Also Bernd hat ja seinen Stream. Ja, da ist er, der Bernd hier. Schau mal her. Da, die Paare, die Währungen, die Analysen hier. Jetzt müsste ich den noch mal ein bisschen updaten, damit er irgendwie größer wirkt. So sieht es besser aus. Ja, hier oben ist auch schön der Logo, wo zielführend gehandelt wird, wenn man direkt FX-Spot handeln will. Übrigens, realer Aktienhandel in Kürze natürlich hier auch richtig gut. Infolgedessen, dass man Realaktien endlich dann bei JFD auch handeln kann. Das sollte jetzt in wenigen Tagen der Fall sein. Verzögerung aufgrund eben hier auch US-amerikanischer Tax, Schrägstrich eben Steuer und Compliance Legal Regulatorien. Das ist gar nicht so trivial. Das ist auch einer der Gründe, warum nicht viele Broker auch dann noch zusätzlich echten Aktienhandel anbieten, weil das ist schon eine Hausnummer. Rein technisch, wie gesagt, steht das Setup schon seit Ende November letzten Jahres. Aber schauen wir mal, wann es hier scharf wird. Wir rechnen in Kürze damit und dann aus einer Plattform heraus, hier in dem Fall dann eben über JFD. Alles handelbar. Kann man auch Aktien,
Long Only über einen längeren Zeitraum halten, und wenn es mal eine Korrektur gibt oder man Short gehen will, dann eben mit den gleichen Aktien CFDs Short gehen, und man kann die reale Facebook halten und eben mit einem Aktien CFD Facebook Short gehen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine feine Sache aus einem Portfolio heraus. Gut. Ja, was wollte ich sagen? Hier Euro Schweizer Franken, das ist doch ein schönes Ding hier. Also ich habe jetzt hier mal den großen Langfristchart von damals. Das heißt, Januar 2015, was hier passiert ist, das weiß der eine oder andere, der damals schon am Markt aktiv war, sicherlich. Starker Abverkauf, Aufgabe des Interventionsniveaus von 1,20. Hier gab es dann also innerhalb von Minuten wirklich Schiffbruch, und da sind nicht nur Accounts gecrashed, sondern eben auch Broker über die Wupper gegangen, die denn dann hier im Übrigen auch keine Orders weitergeben an den Interbankenmarkt, sondern eben alles schön ins eigene Buch nehmen. Denen ist das hier buchstäblich um die Ohren geflogen. Da gab es dann echte Probleme. Wie gesagt, sind auch einige Broker, und um nicht zu sagen, einer der größten UK-Broker pleite gegangen damals. Und das zeigt eben auch, dass es gar nicht mal ohne ist, hier eben auch Position gegen den Kunden einzunehmen. Was aber hier Faktor ist beim Euro-Schweizer Franken, wir sind jetzt wieder an das Niveau herangekommen, was jetzt letztlich 2015 gebrochen wurde, beziehungsweise dann eben die Intervention wurde hier seit 2000 oder im Anschluss 2011 ja dann eingeführt. Man sieht, das hat auch relativ lange gehalten. Aber was ist eigentlich passiert? Man hat hier künstlich versucht, die eigentliche Abwertung, ja, aufzuhalten. Und das wurde dann, also hier wurde über 3 Jahre interveniert, oder sogar mehr ein Stück weit, und dann wurde praktisch innerhalb von Minuten das rausgelassen, was eigentlich hier hätte dann über den, also relativ kontinuierlich über den klassischen Abwertungsprozess hätte erfolgen können, das dann innerhalb weniger Minuten passiert. Da gibt es auch noch ein schönes Live-Video von mir dazu vom 15.01. Es hat sich fast wie ein Videogame angefühlt, und man hat es nicht glauben wollen, was da für eine Kerze um die Ohren flog. Aber wie wir sehen, hat sich der Markt hier wieder erholt. Und jetzt ist er eben genau an diesem Level, ja, die 1,20. Und das finde ich schon ganz spannend, Euro-Schweizer Franken. Die SNB, also die Schweizer Nationalbank, die ja das Dilemma hier auch verursacht hat damals, sieht im Übrigen den fairen Wert im Bereich 1,26, 1,28. Also dieser Aufwertungsprozess könnte mittelfristig weitergehen. Und deswegen Euro-Schweizer Franken hier durchaus mal im Auge behalten. Hier ist der aktuelle Intraday-Guidance-Chart. Das sieht strukturell nicht schlecht aus. Also wir haben hier einen ganz klaren Aufwärtstrend. Ja, hier eben die 1,20, das ist auch schön. Da, also erstmal ist eine runde Hausnummer eh psychologischer Natur sehr, sehr interessant. Aber hier bei der 1,20 hat er sich ein bisschen in den Kopf gestoßen. Jetzt dengelt er so ein bisschen seitwärts. Die Annahme dessen, dass wir aber weiter nach oben laufen, ist meines Erachtens gegeben. Und ja, da könnte durchaus noch ein bisschen was gehen. Ansonsten im Zuge meiner heutigen Vorbereitung, was ich immer mache, das wird der ein oder andere auch wissen, ich schaue auf die FTSE-Vektorlogik, ja, statistische Pattern, da haben wir auch den Euro-Schweizer Franken heute hier ganz toll dabei. Ich klicke mal drauf, was wir hier für Kennzahlen haben. Schaut euch das mal an, das sind wirklich starke Zahlen. Obgleich Euro-Schweizer Franken ja, wie gesagt, hier rein von der Range eher übersichtlich ist, also auch von den prozentuellen Ausschlägen. Ja, das ist hier zum Beispiel beim Euro ja mal eine andere Hausnummer. Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel, das sind wir auch nur bei 0,4, 0,12%. Was nimmt man hier, was ist noch volatil? Britisch Pfund US-Dollar schwankt da auch schon ein bisschen mehr. Hier sind wir bei 0,42%. Das heißt, hier haben wir im Prinzip einiges an Pattern, was man hier auseinandernehmen kann aus dem Intraday-Bereich. Das ist ja auch immer das, was es hier beim Devisenradar zu sehen gibt. Wenn ich hier im Sinne dieser Pattern-Vorgabe auch ein schönes Chart-Setting habe, also hier wird immer die Statistik mit dem Chart abgeglichen, und beim Euro-Schweizer Franken, bin ich durchaus der Meinung, dass der heute beispielsweise, hängt natürlich auch wieder ganz stark an der EZB, da verliert so ein statistisches Tool auch mal schnell seine Relevanz, aber es wird für heute hier zum Beispiel eben ein Hoch oberhalb von 1,20 vorausgesehen. Ja, also hier historisch gesehen, während der vergangenen 18 Handelsjahre gab es eben hier ein Wiederholungspattern, einmal hier auf 4-Tagesbasis, einmal auf 5-Tagesbasis. Sehen wir hier 68%ige Trefferquote, 474 Erscheinungen. Das ist echt ein starkes Pattern. Das orakelt heute hier ein Hoch bei 1,2016 voraus. Das wäre hier dieser Bereich, also rein statistisch gesehen. Mal reinklicken. So. Und das sieht meines Erachtens ganz gut aus. Aber statistische, Seasonal Pattern und der ganzen gleichen Natur, diese spielen am besten ihre Relevanz aus, wenn es eben keine News gibt. Ja, wenn ein reiner statistischer Ansatz, Schrägstrich technischer Ansatz präferiert werden kann, dann spielen die ihre Stärke aus. Denn wir wissen es alle, bei News kann sich hier die Windrichtung innerhalb von Sekunden ändern. Und auch wie Bernd vorhin sagte, Fake-Manöver sind dann auch natürlich gern gang und gäbe. Da geht es mal hoch, mal runter. Stop-out hier, also Stop-Loss hier, Take-Profit dort. Das ist sehr, sehr wild. Also ich bin eh nicht so ein News-Trader. Bernd, an dieser Frage,
Bist du bei der EZB da auch, ja, wie du schon sagtest, auch aggressiv im 1-Minuten-Chart beim DAX dann unterwegs, wenn er dann heute 14:30 zur Pressekonferenz dann Fahrt aufnimmt? Oder wartest du, bis sich der Staub gelegt hat, so 15 Minuten nach PK oder nach den News? Oder wie ist denn das dabei dir? Erzähl doch mal. Also wenn ich mich davor positioniert habe, dann bin ich dabei, aber jetzt direkt die News kaufen oder verkaufen, eher dann nur, wenn man vorher ein klares Setup hat, also klare Marken, wo man verkaufen würde oder kaufen würde. Wie gesagt, ich kaufe gerne an Unterstützung oder verkaufe dann oder gehe short an Widerständen, wenn es vorher klar definiert ist und man wirklich dann sein Risiko weiß, also mit kleineren Positionsgrößen sowieso, also und auch keine direkten festen Stopps dann in den Markt, weil man ja dann genau zu dem Klientel gehört, wo man dann abgezockt wird. Aber sonst lasse ich auch eher die News eher weg. Also für mich ist das früher kein Problem gewesen, gehandelt ohne Ende, aber man muss es nicht. Wie du eben auch sagst, die charttechnisch schönen Muster passieren eigentlich, wenn keine News da sind. Oder Genau. man kann dann viel besser das prognostizieren. Eben gerade auch die Chartanalyse und News können natürlich dein Setup boosten, aber auch komplett zerstören innerhalb von Sekunden. Absolut, absolut. Nee, das ist aber, wie gesagt, es gibt ja Leute, die sind sehr newsaffin, es gibt Leute, die sind sehr, 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 ja, sehr aggressiv in dem Segment unterwegs und wiederum andere mögen es überhaupt nicht. Das ist ja genau die Frage, wo du da deinen Fokus an der Stelle siehst, aber ist ja auch genau richtig, wenn man das so ein bisschen aufsplittet in dem Zusammenhang, dass man eben sagt, hey, oder ich fokussiere mich da eher drauf, auf das, was eben nach den News passiert und spekuliere nicht während der News auf irgendwas, es sei denn, du bist in der Position drin, dass du dann so eine Position sozusagen rauskegelst, wenn du im Gewinn bist und schon profitabel im Gewinn, um die Gewinne nicht mehr herzugeben, das tust du aber nicht. Also ich sag mal jetzt während der News, meinetwegen hast du schon 50 Pips drin im Schächle und das war so, dein Ziel ist bei 80, sag ich mal, nimmst du da die 50 vom Tisch oder machst einen Teilverkauf wieder an der Stelle oder ist das auch eher intuitiv? Auch eher intuitiv, aber ein Teilverkauf, also wenn die Position sowieso größer ist, warum sollte man dann nicht mal Gewinne mitnehmen und den Rest dann laufen lassen oder auch den Verlust begrenzen? Also ich denke mal nicht, jetzt kommt der Markt eben ein bisschen wieder zurück. Diese Widerstandslinie, die ich erwähnt habe im DAX, hat sozusagen Wirkung gezeigt. Also im 24-Stunden-Handel, DAX kommt ein bisschen zurück, 20, 30 Punkte vom Hoch. Und ich warte jetzt einfach ab. Wie gesagt, die Position ist jetzt eben aufgenommen für 12.500 Punkte gestern. Und ja. Na, das ist ja meine Aktion. Wie gesagt, warten wir mal ab, was passiert. Ich gehe gleich, ich habe gerade gelesen, Bitcoin, US-Dollar, Mario, schaue ich mir gleich mal an. Euro-Austral-Dollar, ist das auch ein Pair, was du im Fokus hast? Den werde ich auch gleich nochmal auf dem Schirm rufen. Aber was der Euro jetzt hier auf Tagesbasis macht, das sieht natürlich sehr, sehr schwach aus, ja. Also ich hatte auf der Frühjahrskonferenz auf der Invest hier auch das große Bild beleuchtet. Ich bin ja per se sehr bullish für den Euro. Das kann man an der Stelle hier gleich auch nochmal mit diesem Chart untermauern, diesem Monatschart. Also meine Präferenz ist schon, dass der hier oben ausbricht. Wenn der das nicht tut, dann hätte ich mich ähnlich wie in 2014 mal verdammt geirrt. Und dann kann ich tatsächlich eine stärkere Korrekturwelle drohen. Richtig kritisch wird es, wenn wir hier unter 1,17 zurückfallen. Also wenn wir das hier 1,1877, 1,17, das ist jetzt halt wirklich Big Picture Monatschart. Ja, das hat jetzt ja nicht mit schnellem Hin und Her zu tun. Meine Präferenz ist dennoch, dass er, wenn er das hier oben auflöst, und wir sehen nach diesem durchaus starken Jahresauftakt, ja, schaut euch mal allein die Kerze hier vom Januar an, also sehr, sehr stark, ja, das ging ja hier November los, Dezember, Januar. Jetzt konsolidiert der Markt, allerdings meines Erachtens noch nicht mal so bärisch. Das heißt, Rücksetzer können meines Erachtens hier gekauft werden und gegebenenfalls hier im Big Picture gibt es sogar einen klassischen Pullback hier in Richtung 1,18. Er darf aber nicht deutlich unter die 1,17 fallen. Das wäre wirklich schlecht. Wenn er sich hier so stabilisiert, dann könnte das hier tatsächlich sag ich mal, Einstiegssignal sein, um dann diesen großen Abwärtstrend wirklich mal aufzugeben. Hier oben, wie gesagt, für mich das Triggerlevel 1,27, 1,26 jetzt dann, man setzt es auch immer ein Stück weit runter, Trendlinie, Kreuzwiderstand hier. Also wenn er hier über 1,26 rausschießen würde, dann hätten wir per se hier wirklich den langfristigen Trend gebrochen und dann denke ich mir und ich erwarte auch, dass es dann weiter hochgeht. Aber jetzt muss man mal sehen, was der hier an diesem Niveau macht. Ja, 2,14 ähnlich. Spannende Situation, da hat er hier dieses Level von 1,40, das war das Trigger-Level damals, um ganze 7 Pips verfehlt. Wir sehen hier heute das Hoch, 1,39,
93, ja wirklich 7 Pips vorher hat er nach unten abgedreht und was dann folgte, da brauchen wir nicht groß drüber reden, das ging richtig scharf nach unten, aber hier auch innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, also wirklich hervorragendes Muster. Und jetzt stehen wir eben wieder an dieser Situation, gute 1500 Pips tiefer, aber eben genau wieder an diesem Level. Und da kann es spannend werden, wenn er dann eben hier mal nach oben rausdreht. Und ich bin per se auch von der Zyklik, und da zeige ich den Teilnehmern, die das vielleicht noch nicht kennen an dieser Stelle, mal kurz den JFD-Zyklus-Chart zum Dollar. Oh, naja, was ist das hier? Warte mal, Dollar-Zyklus. So, da haben wir ihn. Zeige ich euch mal. Rein zyklisch-statistisch haben wir jetzt eben auch, es geht bis in die 70er Jahre zurück, hier tendenziell einen schwachen Dollar. Also grau ist jetzt praktisch die Price Action gegenwärtig. Und hier unter unserem JFD Türkis Blau sehen wir die Tendenzen. Wir waren auch eben hier in einer sehr, sehr bullischen Phase. Während der letzten Jahre, seit 2012, 14 fing es dann insbesondere an. Da wurde, hat ja die US-Notenbank auch ihre Zinspolitik oder die Ausrichtung geändert, vielmehr Quantitative Easing eingestellt und dergleichen. Grundsätzlich aber jetzt hier zyklisch der Dollar schwach und darauf muss ich sagen, spekuliere ich auch, also deswegen auch die Annahme, dass der Euro hier nach oben aufdrehen wird, früher oder später. Und ich glaube noch nicht mal, dass er bis 1,17 durchfällt oder 1,18. Ich denke, der dreht früher, wenn wir uns das hier im Tageschart anschauen, dann werden hier Rücksetzer bis in den Bereich 1,21 oder auch hier schon große Zone 1,1950. Auch hier mal so eine Art Trendkanal. Also wäre das für mich eine absolute Kaufzone. Aber man muss eben sehen, was der Markt macht, wenn er dort ankommt. Euro-US-Dollar aber auf jeden Fall im Big Picture unverändert spannend, konsolidiert. Schwäche hält Einzug. Mal sehen, was Draghi heute macht, ob er nochmal mit der groben Kelle eins oben drauf gibt. Ich will es mal nicht verneinen. Euro-Austral-Dollar, da gehe ich jetzt mal drauf ein. Das ist wirklich ein interessantes Paar, aber auch ein Stück weit tricky. Das zeige ich euch nämlich mal gern hier an dieser Situation. Ich war versucht, dieses Paar auch zu traden an der Stelle. Hier mit dem Ausbruch vom 1. März, das ist auch wieder sehr schön, schaut euch das mal an. Bernd, hast du die Frage eigentlich beantwortet, Euro-Austral-Dollar, ob du den tradest? Bernd ist vom Stuhl gefallen. Nein, nein. Kannst du ja nachher kurz auf meinen Guidance-Desktop, da habe ich ja auch gerade eine aktuelle Analyse Gut, veröffentlicht. sehr gut, Aber sag echt. erst. Guck mal hier, Verkaufssignal abgewendet, der Bernd. Ja, da war ich natürlich jetzt ein bisschen zu vorschnell, aber da hat er hier auch schon wieder Gas gegeben. Vollkommen richtig an der Stelle. Können wir uns gleich mal anschauen. Aber da gehe ich nochmal kurz in die Historie. Opala, wo sind wir jetzt hier? Schöner Ausbruch. Ja, hier die Range. Das ist ähnlich wie beim British Pfund Austral-Dollar, den ich euch vorhin gezeigt habe hier. Solche Seitwärtsphasen sind immer echt schön. Das muss man sich vorstellen wie so ein, wie ein Bogen. Da wird Spannung aufgebaut und dann beim Druck entladen, also wenn so eine Range verlassen wird, dann kann man da guter Dinge sein, dass das auch mit Schwung funktioniert. Hier haben wir am 1.3. die Kerze gehabt. Das sah auch sehr, sehr gut aus. Pullback völlig neutral, also praktisch hier nochmal die Möglichkeit, sozusagen einen Rücklauf einzukaufen. Das wäre genau das Szenario gewesen. Aber wir sehen, es ging relativ tief zurück und wer die Stops dann eben hier beispielsweise unter die Ausbruchskerze gesetzt hat oder unter die Kerze davor, der wurde hier mal sauber am 12.3. abgeholt, um dann dieses eigentliche Manöver zu verpassen. Und das ist beim Euro-Austral-Dollar durchaus spannend. Der ist da ein bisschen, sag ich mal, schnippig und auch volatil und wird natürlich groß beeinflusst durch die News, die auch immer aus Ozeanien kommen, also aus dem Fernen Osten, Australien, Neuseeland. Da gibt es eben in der Nacht eben auch immer Bewegung und dann ist der noch eben als Cross-Rate-Pair mit dem Euro adaptiert, wo man da eben wirklich auch immer wieder mal sehr wilde Sprünge auch in der Nacht hat. Grundsätzlich aber hier Rücklauf. Verkaufssignal abgewendet, können wir uns gleich mal anschauen. Ich denke mal, ohne den Chart zu sehen, haben wir hier eine schöne Supportzone gesehen. Auch hier nochmal eine schöne Umkehrkerze gehabt am 13.04. Schwuppdiwuppi. Letztlich hat er sich hier nach oben gedreht und das wirkt für mich auch bullisch nach wie vor. Jetzt muss er natürlich das letzte Hoch rausnehmen. EZB Draghi, also wenn er jetzt hier nochmal leichte Rücksetzer macht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann im Anschluss nach oben dreht. Nur bei diesem Währungspaar muss man A, Euro, US-Dollar und B, auch Austral-Dollar, US-Dollar ein bisschen im Fokus haben und den hatte ich erst gestern im Radar, den Aussie sozusagen, der hier ja mit absoluter Schwäche glänzt. Hier kurzfristiges Long-Setup, das konnten wir übrigens auch schön, das hast du auch gecovert, Bernd, erinnere dich, da haben wir auch geschrieben, also ich bin auch long gegangen, hier beim Austral-Dollar, US-Dollar, diesen Trade hier nach oben, das war eine schöne Aktion, dann hier Widerstand gefunden und dann kam sogar saisonal, das hat auch hier der Trade-Miner gezeigt, schaut es mal her, Austral-Dollar, US-Dollar, bärisch. Hier,
Natürlich mit einem zu kurzen Setup, auch in dem Fall sogar ein Stück weit zu früh. Aber auch wenn man den Seasonal Chart vom Forex Bull dazu nimmt, sieht man, aber jetzt hat er die, jetzt lädt er die ATX-Liste auch gegen vorge. Jetzt dauert es eine Weile, Moment. Wenn man sich verklickt, ist es immer ein bisschen schwierig, aber da ist er. Also saisonal der Australdollar. Jetzt lädt er die Paare durch. Jetzt muss man wirklich ein Stück weit warten. Saisonal, wie gesagt, auch in einem bärischen Fahrwasser da gewesen und das knallte ja jetzt zuletzt echt durch. Und hier wird es spannend, was bei der Marke von 0,75 passiert. Wenn der sich natürlich hier stabilisiert, dann sehe ich, also muss man im Kontext betrachten, ja. Wenn der Australdollar sich hier stabilisiert, kann es eine Erholungsbewegung geben, was den Euro-Australdollar eher hindert in einer weiteren Aufwertung. Und dann müsste man erstmal abwarten, was dann passiert. Aber grundsätzlich sind wir hier in einem schönen Aufwärtsflow. Ja, also das sieht hier wirklich technisch gesehen, das ist auch eine wichtige Marke hier, knapp über 1,60. Also auch wenn wir jetzt hier noch ein Stück weit zurückdippen, ich bin eher der Meinung, mittel- bis langfristig dürfte er weiter nach oben rausziehen. Das sehen wir. Jetzt muss ich mal den Chart umstellen auf den Handelsplatz. Jetzt, um ältere Kurse zu kriegen, kann man hier auch durchaus mal andere wählen, aber ich gebe euch den Tipp, gerade im kurzfristigeren Bereich arbeitet mit JFD. So, jetzt haben wir hier die historische Situation. Guckt euch das mal an. Hätte jetzt auch einen Teletrader laden können. Hier sehr, sehr ambitioniert nach unten getropft während der Finanzmarktkrise, sehr, sehr trendlastig. Und das sieht jetzt schon so im Sinne des großen Bildes danach aus, dass das Ganze einen gewissen Aufwärtsdruck nach oben verspürt. Ja, so, Bernd, pass mal auf. Jetzt gebe ich dir den Bild nochmal, den Bildschirm nochmal rüber. Und dann kannst du nochmal deinen Senf dazu abgeben. Bitcoin Mario schaue ich mir dann auf jeden Fall auch gern nochmal an. Wenn wir es heute jetzt vormittags nicht mehr schaffen, dann auf jeden Fall Nachmittag. Bernd, bist du bereit? Ja. Ja, so, jetzt müsste der Bildschirm gleich wieder rüberfliegen zu dir. Schwupp, da ist es, genau. Jetzt sehe ich deinen Bildschirm, richtig. Okay, alles klar. Hier hatte ich eben im Vorfeld die Analyse eben auch veröffentlicht, auch in meinem Guardian Stream, hier die Trendlinie eingezeichnet gehabt. Und ich mache mal einfach Chart bearbeiten. Dann kommt der hier größer. So. Und zu dem Zeitpunkt, wo das hier unten stand, hat mich auch ein Leser eben angeschrieben, ob man jetzt Short gehen kann. Dann sagte ich eindeutig, für mich ist das Signal nur gültig, wenn ein Tagesschlusskurs unter dieser Widerstandsmarke eben stattfindet. Und wie man eben noch dann. Da wusste man natürlich noch nicht, dass es eine schöne Umkehrkerze gibt. Habe ich aber eben gesagt, hier das Signal wäre eben nur auf Tagesschlusskursbasis gültig. Und deswegen ist es hier auch nicht aktiviert worden. Und wenn man jetzt hier das Paar eben anschaut, wie sehr das an dem EMA 50 eben hochhangelt, teilweise eben unterschritten wird, aber der Schlusskurs, Tagesschlusskurs, hat nicht darunter stattgefunden. Also im Umkehrschluss, wenn mal ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 50 jetzt hier stattfinden sollte, dürfte es eben dann ein Verkaufssignal sein, aber eben nur auf Tagesschlusskursbasis. Und seitdem hat er jetzt wieder zurückerobert und für mich war hier dann auch noch Möglichkeit, aber halt nur in Grau, dass es hier eben mit der Aufwärtsbewegung weitergeht. Ich sehe es noch nicht kritisch, aber ich denke nicht, dass es jetzt hier nachhaltiger Ausbruch, dass das Paar das nachhaltigen Ausbruch schaffen kann. Obwohl natürlich im Moment noch alles dafür spricht, aber hier ist schon ein bisschen Schwäche und hier diese Kerze mit den Mustern. Ja, wie gesagt, absolut ist natürlich noch trendig, aber man darf oder man muss oder man sollte definitiv im Vorfeld wissen, wann eben dann ein Trend umkehrt. Und für mich wäre es jetzt hier definitiv dann der Fall, wenn ein Schlusskurs, ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 50 stattfindet, egal wo er dann wäre. Von der Widerstandslogik wäre es eher dann eben Tagesschlusskurs unter 1,58 etwa. Ja, man kann es ein bisschen Spielraum geben, aber unter diesen Kerzen oder auch an der Trendlinie, wenn die Trendlinie jetzt nochmal brechen sollte, wäre es natürlich auch erstmal ein kleines bärisches Zeichen. Aber es sind alles nur Indizien und dann muss man es eben in einen Trade dann umwandeln mit einem Risiko, welches einem dann eben der Markt hergibt, wie jetzt hier ein Stopp dann auf eine Umkehrkerze. Das wäre jetzt hier meine Vorgehensweise erstmal.
Wer jetzt hier den Long-Einstieg noch gefunden hat, auch dank der Umkehrkerze oder sowieso Long eingestellt ist, kann noch Long bleiben. Und ja, Teilgewinne kann man auch mitnehmen, kommt eben natürlich auf den Einstieg drauf an und wo eben das Risiko war. Und abwarten für die Neueinsteiger, dass es vielleicht womöglich dem nächsten Verkaufssignal geben könnte, mit Zielen dann eventuell in den EMA 200. Wenn er da drunter geht, kann es kritisch werden, auf jeden Fall. Aber dann würde Australdollar, US-Dollar, also der Aussie wahrscheinlich wieder starkes Oberwasser bekommen, wenn das in der Tat tatsächlich so passieren sollte. Aber da muss man immer mit nach den Wenn-Dann-Regeln arbeiten. Ja, das ist immer ganz wichtig. Der Analyst, der Trader, der mu muss sich ja gerade für Absicherungsmaßnahmen immer ein Alternativszenario bauen und irgendwo muss man sich dann natürlich entlanghangeln. Ja, und dann ist es natürlich immer wichtig, wenn das Szenario nicht aufgeht, dann auch den Mut zu besitzen, eben hier den Stopp zu ziehen oder auch die Meinung zu ändern. Und ja, solange das nicht passiert, kann man da auch seinem Flow treu bleiben. Und da fällt mir gerade eine Frage ein: Pyramidisierst du da auch positiv? Also du kaufst ja staffelweise ein und wenn ein Trade für dich läuft, Bernd, sag ich mal, auch extrem gut in eine Trendrichtung läuft, dann baust du dann auch theoretisch auch mal eine positive Pyramide außerhalb deines ursprünglichen Tradingsplans auf oder wie ist das bei dir? Nein, nein, nein. Okay. Wie gesagt, ich bin ja eher der die frühzeitig einsteigt und von mir aus dann eben auch öfters ausgestoppt wird. Aber wenn dann der Trade anläuft, habe ich mich ja im Vorfeld eventuell schon gut positioniert oder kaufe dann halt eine Position, das Ausbruchslevel nach, aber dann nicht pyramidisieren, wie manche. Siehst du denn den Ja, Australdollar? das war ja das, was du eben angesprochen hast, den Ausbruch auch. Lief aber halt nicht ganz Richtig. oben hin. Richtig. Dann mit der Monsterkerze, ja, war es spätestens dann, nachdem es hier unterschritten wurde, auf Tagesbasis sollte man raus. Oder wenn man den Einstieg oder wenn man immer noch spekuliert hat, dass es erreicht wird, dann auf jeden Fall nach so einer Bewegung sollte so ein Trade nicht mehr in den Verlust laufen oder eben noch minimal an irgendeine Ausbruchskerze. Also deswegen ist es auch, den Stopp wirklich sinnvoll setzen, ist definitiv wichtig und nicht unbedingt, der Markt weiß nicht, wo genau dein Einstieg war. Deswegen eher ein bisschen variieren. Ich bin auch schon öfters natürlich dummerweise ausgestoppt worden. Also was Aber kennt passiert? jeder. Ja. Und dann aber halt dem Markt nachgehen, wo eventuell dann Signale sind. Also bei dem wäre eben auch die Ausbruchskerze spätestens mit dem Unterschreiten dieses Levels sah definitiv nicht mehr gut aus. Oder man hat halt dann, ja, aber dann, eigentlich gibt man die Gewinne natürlich nicht mehr ab. Oder man gibt das sowieso gerne, also sowieso gar nicht gerne Gewinne ab. Und deshalb einfach einen Stopp dann ins System setzen und nicht zu lange warten, ist sicherlich besser als zu lange zu warten. Na, das ist dann, na Bis gut, dann aber alle Gewinne weg sind. wie man, das ist ja immer ein bisschen, was du auch richtig gesagt hast, der Markt weiß ja überhaupt nicht, wo die Stopps sind, gerade im Devisenmarkt. Ganz ehrlich, also da sind so viele Milliarden unterwegs. Der Stop-Phishing, ich meine, gut, das ist immer der Unterschied, wenn man mit anderen Brokern arbeitet, die eben nicht 100% DMA, SDP sind, also die Orders wirklich an den Interbankmarkt weitergeben. Da muss man mit so Fakes auch rechnen. Ich meine, der Markt faket gern mal in eine Richtung, aber wenn man dann mit einem Market Maker zusammen ist, dann kann das eben auch nochmal 100 Pips mehr Fake sein, um wirklich alle Orders abzurasieren. Das, wie gesagt, da ist jetzt auch Mifid 2 dran, da werden viele Broker sich ohnehin mit ihrem Geschäftsmodell auseinandersetzen müssen. Das haben wir bei JFD nicht. Der Witz jetzt aber hier beim Australdollar, US-Dollar. Siehst du da jetzt hier gerade im Sinne des Trendkanals, da sind wir jetzt eigentlich so an der unteren Range, wenn du den jetzt mal fortführst. Und dann haben wir auch bei 0,75 den Supportbereich. Siehst du da eher so eine Stabilisierungsmöglichkeit jetzt dann, so eine Rebound-Chance oder tropft das Ding jetzt eher nach unten raus? Was hast du denn da für eine Präferenz eigentlich, Bernd? Sag doch mal. Da muss man, also erstmal nur ein Tageschart, ergibt sich im Moment noch gar nichts. Das war hier schon ja, ein schöner Doji. Und jetzt gibt es eben wieder die Möglichkeit, natürlich direkt den Doji zu kaufen oder sozusagen das Kerzenhoch dann. Gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Varianten, aber natürlich eine Bestätigung in Doji ist erst, wenn es Kerzenhoch
dann eben erreicht wird oder beziehungsweise überschritten wird. In dem Fall war es eben nicht der Fall. Ich habe das Paar jetzt die letzten Tage eben nicht auf dem Radar gehabt, deswegen hatte ich jetzt hier auch keine neue Analyse. Natürlich ist es jetzt, könnte ein schönes Setup geben, wenn es sich jetzt hier eben eine Umkehrkerze ergeben sollte. Und ich schaue mal nur kurz im 4-Stunden-Chart, wie da die Muster eben aussehen. Da gebe ich dir aber recht. Ich sag mal, das sieht so vom Trendkanal her schon schön aus. Da hangelt sich da lang. Also für mich ist auf Tagesbasis fast die 0,75 fast schon noch wichtiger, weil da hat man eben gesehen, da ist im März, da kamen große Orders. Also da wurde das Paar wirklich aufgefischt um 0,75 und gerade so mit so einem Rausspucken aus diesem Trendkanal, um so die klassischen Schartlinientrader hier raufzunehmen sozusagen, da kann man wirklich trauen. Also es sieht sehr, sehr interessant aus. Also den Aussie habe ich wirklich im Blick. Das Einzige ist, und jetzt habe ich bei mir auch, obwohl der Bildschirm jetzt bei dir klebt, das kann ich auch sagen, ist ja kein Problem. Der eine oder andere kann es auch mit meinem Devisenradar-Video von gestern sich nochmal anschauen. Da habe ich ja den Aussie und Kiwi im Fokus, eben mit der möglichen Stabilisierung. Aber die Saisonalität ist total schlecht. Also der rauscht wirklich nach unten ab. Also das heißt, der Australdollar läuft in den Mai hinein mit einer wirklich saisonalen Schwäche. Also da ist echt Druck drauf. Das heißt, wenn der die 0,75 nach unten aufgibt, dann knallt er während des Mais auf jeden Fall nach unten. Und dann bin ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr versucht, hier eine Short-Position einzugehen, wenn er sich da eben nicht stabilisiert. Also wenn er jetzt wirklich da durchrauscht, dann kann sich, obwohl, und das ist ja im Forex-Markt auch wichtig zu wissen, trotz bereits absolvierter 300, 400 Pips, ja, meine Güte, das sagt man, da ist auch schon weit gelaufen. Nix da, ja, so ein Währungspaar kann auch mal 1000 Pips in eine Richtung laufen und dann haben wir es eben hier mit einem Trendimpuls zu tun. Andererseits, was Bernd hier gerade im H4 zeigt, also im 4-Stunden-Chart, ja, ich meine, das ist jetzt die Asia-Session, aber wenn er das hoch rausnimmt oder eben vorhin wie im Tageschart zu sehen, den Doji, das sah für mich gut aus. Also den Doji Long auf Tagesbasis würde ich tatsächlich auch traden wollen, weil dann hast du auch ein schönes, wenn jetzt vorausgesetzt keine neuen Tiefs kommen, ein schönes Stop-Level, ja, dann wo man sagt, darunter darf er jetzt nicht mehr fallen, da könnte man so auf den Rebound in obere Trendkanallinie spekulieren. Oder, was schreibt Bernd jetzt hier gerade? Also nicht du Bernd, sondern der Streaming Bernd. Also ich, sorry, Oder ich hätte sag gern noch ein Tief, mal. definitiv noch ein Tief. Und dann kann man mit einer Stop-Buy-Marke dann arbeiten. Das kann sich natürlich komplett nach unten ausdehnen, wie du sagst, der Trend ist absolut bärisch. Wenn es aber dann eben gerade bei so einem würde ich, oder beziehungsweise die Erfolgsaussichten sind dafür deutlich gegeben, wenn man da jetzt nicht antizyklisch irgendwas einsteigt, sondern eben dann auf einen mit einer Stop-Buy-Marke über ein gewisses Hoch. Und hier würde das definitiv hier reinspielen, das Hoch. Wenn es aber davor erst ein Tief gibt, neues. Das ist jetzt hier Wenn-Dann-Bedingung. Sonst kann man natürlich das auch spielen, aber dann dürfte es nicht hochgehen, sondern wird wahrscheinlich sogar nur hier abprallen. Und dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis zu gering, um da einen Trade zu wagen. Natürlich noch in den unteren Zeitebenen kann man dann irgendwelche Ausbruchs Kerzen theoretisch immer noch handeln. Das ist ja auch immer komplett wichtig, wo in welcher Zeitebene man handelt oder man handeln will, um dann die Trades abzusetzen. Absolut. Das ist elementar halt. Man muss sich auch Letztens hat immer dann mich wieder was wo jemand gefa beim Gold gefragt hat, ob jetzt hier gestern lief es ja mal eine Unterstützung hin. Natürlich ist der Tagestrend negativ, jetzt eben nur schnell switchen, eben aber wegen der Problematik. Natürlich in den unteren Zeitebenen kann man sich gegen den Trend stellen, weil jetzt hier wirklich eine schöne Unterstützung stattgefunden hat. Aber wo, beziehungsweise ja der Stopp, der Anfangsstopp ist natürlich bei solchen Setups ganz schwierig zu setzen. Deswegen konnte ich dem auch nicht sagen, wo genau ein Stopp ist. Weil das ist alles, da muss man am Markt sein, da kann man nicht sagen, ich nehme einen US-Dollar oder sonstiges, weil er natürlich kurz nach unten tippen kann nochmal und dann ist man ausgestoppt, obwohl im Endeffekt das Setup hier noch gehalten hat. Ja, habe ich nur gesagt, einen relativ engen Stopp wählen und die Möglichkeit besteht, dass er nach oben geht. Jetzt ist es halt, jetzt wirklich hier eingestiegen ist, 5 US-Dollar im Gold ist im kurzfristigen Bereich einiges. Ja. Jetzt ist natürlich schon wieder eine bärische Kerze im 4-Stunden-Chart. Ob man ausgestiegen ist, weiß ich nicht. Der mich ja gefragt hat, ob er auch überhaupt eingestiegen ist. Aber das ist natürlich entscheidend, in welcher Zeitebene man will, einsteigen will. Im Tageschart gab es keinen wirklichen Grund, dort einzusteigen. Oder da ist die Wegstrecke viel zu minimal gewesen, um einen sinnvollen Stopp zu setzen. Aber
Ja, im 4-Stunden- oder im Stundenchart mit den Umkehrkerzen ist was möglich, aber da muss man am Markt bleiben oder beziehungsweise da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt die Position ein und ich erwarte einen Move, der hier oben ist, ja, für Leute, die halt wirklich investieren wollen. Ja. Aber für Trader gab es gestern definitiv einen schönen Moment, sage ich mal. Ich habe mich ja komplett auf die US-Indizes und auf den DAX konzentriert, weil da mehr Action war. Aber man muss, wie man im DAX ja vorher auch gesehen hat oder wie jeder eigentlich weiß, weil man wirklich Intraday handelt, man kann vielleicht ja, ein, zwei Basiswerte im Intraday-Bereich wirklich aktiv handeln. Wer mehr schafft, Glückwunsch, aber um wirklich den Fokus zu haben, braucht es eben halt volle Aufmerksamkeit. Also wirklich im Absolut. Intraday nenne ich halt 5 Minuten, 15 Minuten Chart. Im Stundenchart ist natürlich was anders. Da kann man natürlich mehrere, noch mehr handeln. Ja, und im Tageschart natürlich noch mehr Paare intensiv. Aber in den kleineren Zeitebenen, ja, kann halt so schnell was passieren und man ist fokussiert oder geht nur kurz essen oder sonst was. Also Ja, das muss man sich wohl überlegen, ne? Ich meine, gut, es gibt ja unbedingt. auch halbalgorithmische oder algorithmische Handelssysteme, die einen stützen können, aber sag ich mal, sehr kurzfristiger Handel ist wirklich, sag ich mal, nichts für schwache Nerven und da muss man auch Ausdauer haben und auch seine klaren Settings verfolgen. Ich meine, in der Regel wird es ja ab 11 Uhr ein bisschen ruhiger, ja, bis 13 Uhr, bis dann auch in Übersee dann 14 Uhr die US-Futures so langsam losgehen, dann haben wir 14:30 Uhr die Nachrichten, dann den Stock Market Opening, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, ja. Also das heißt, man hat schon so seine Zeiten, aber es passiert natürlich trotzdem zwischendrin immer mal auch sehr viel. Nichtsdestotrotz denke ich mal, sind wir hier grob erstmal für die Morning Session den guten Film, also ich sag mal so wie gesagt so 90 Minuten, gute anderthalb Stunden, manchmal machen wir es auch 2 Stunden, 2 Stunden 15, aber heute sage ich mal im Rahmen der EZB denke ich mal ist so ein bisschen jetzt die Luft am Vormittag erstmal raus. Ich denke, wir haben auf jeden Fall einiges covern können und auch viele Underlines durchgenommen. Bei manchen Live-Events, ja, da kleben wir buchstäblich nur beim Euro-Dollar oder beim DAX und handeln hier nur auch im kurzfristigen Timeframe das ein oder andere Setup durch. Ja, da kann ich auch ankündigen, im nächsten Monat haben wir da auch nochmal einen Schmankerl in Sachen Workshop, Schrägstrich auch als eine Art Event. Das wird aber dann, wie gesagt, noch publiziert, wenn es soweit ist. Wird auf jeden Fall spannend. Den Bernd würde ich mir auf jeden Fall, neben dem, dass wir heute Nachmittag ja nochmal eine gesellige Runde haben, auf jeden Fall auch nochmal ziehen und auch mal gucken, wie sich das Portfolio entwickelt hat, Schrägstrich eben die Settings. Und grundsätzlich, sage ich mal, sind wir jetzt hier schon gut durchgerutscht durch den Morgen. Wenn der ein oder andere Teilnehmer jetzt noch just eine Frage hat, ja, die Uhr tickt, dann auf ich jeden wollte Fall noch kurz was jetzt sagen. nutzen und dann darf Bernd natürlich jetzt auch noch weiter ausführen. Ja, ich wollte nochmal eingreifen an der Nur Stelle. ganz, nein, nur ganz kurz, eben, weil ich auch gerade den DAX noch habe und meinen Bildschirm, dann kann man wieder zu dir Klar. rüber switchen. Hier, wie gesagt, ich bin jetzt gerade am Markt noch, deswegen setze ich auch nicht die Orders direkt rein. Aber sobald es hier spätestens in 15 Minuten eine Kerze, die unterhalb von der 12.420er Marke stattfindet, gehe ich definitiv mit der halben Position, die ich noch habe, raus oder auch mit der ganzen oder spätestens diese Umkehrkerze. Da kann man auch direkt den Stopp auf 12.413 oder noch ein paar Pips weiter unten, 10, also hier einen harten Stopp, einen Hard Stop setzen. Wer dann hier oben eingestiegen ist, wo ich erwähnt habe, wäre jetzt ein Risiko noch von 10, 15 Punkten. Wer die Kerze direkt gekauft hat, fast kein Risiko. Oder wer sowieso da oben verkauft hat, wo ich ja gemeint habe, hier ist das Risiko ja verdient, kann sowieso sich glücklich schätzen und den Stopp dann echt auf einen Stand jetzt setzen und hat sogar einen Gewinn. Ich werde es jetzt wirklich so managen vor der EZB-Sitzung, dass hier ich sehr achte, dass hier kein 15-Minuten-Close unter dieser Marke stattfindet oder sowieso ein Hard-Stop unter 12.410. 12, 13, also ein, zwei Punkte sind dann egal. Na, guck mal, da hast du auf jeden Fall jetzt hier sozusagen das nochmal schön abgerundet im Vorfeld dessen, dass du ja praktisch heute Morgen den DAX-Trade sozusagen auch auf den Schirm geholt hast. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal in 4 Stunden an, weil genau 14:15 geht es weiter, liebe Leute. Dann schauen wir uns auf jeden Fall 15 Minuten vor der Pressekonferenz von Mario Draghi, EZB, mal an, was der Markt dann zu den News macht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ottmar, danke für das schnelle Feedback. Vielen Dank den Herren, sagt er. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und wie gesagt,
gesagt, 14, 15 selber Link. Wie gesagt, wir haben wirklich viel heute durchgenommen, muss ich sagen. Auch wirklich mehr als bei manchen anderen Events, wo wir eben meistens nur auf die Intraday-Settings gucken. Da stehen auch viele drauf. Ja, jede Minutenkerze bewerten und wie geht's weiter. War heute mal ein bisschen anderer Stil. Ist aber auf jeden Fall schön, Bernd, dass du uns da hast Einblicke liefern können. Und wir setzen das am Nachmittag weiter fort. Vielleicht auch mit der einen oder anderen US-Aktie, die man ja bei uns dann in Kürze auch real, schrägstrich auch als CFD ohnehin handeln kann. Und insofern freue ich mich drauf, wenn wir uns nachher wiedersehen. Wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Flow über die Mittagszeit und 14, 15 gleiche Stelle. Ich sage danke, Bernd, für deinen Vormittagsbesuch und wir sehen uns, hören uns ja am Nachmittag wieder. Und dann würde ich das Webinar gleich stoppen. Bernd, danke an der Stelle und bis 14, 15, okay? Danke auch und alles klar und vielleicht steht ja dann der DAX noch ein Stück höher oder konnte bis dahin noch ein, zwei Punkte zulegen. Wir werden sehen. Wir lassen uns vom Markt treiben sozusagen und schauen mal, was abgeht. Also mein Guter, bis später, ihr alle auch. Bis dahin, fette Beute und auf bald. Ciao dabei. Bis dann. Ciao.